Bei so Levelnamen wie Weitsicht Wehrgang frage ich mich tatsächlich, wer bei Nintendo eigentlich auf sowas kommt und vor allem, was ich mir darunter vorstellen soll. Aber gut, wir finden's heute gemeinsam raus. Willkommen zur nächsten Folge Kirby Star Allies. Wir stürmen die Störbastion. Und was sehe ich denn da? Das ist doch, ja, das ist die Psychofähigkeit. Auch von mir Ness-Fähigkeit genannt. Weil, ja, ihr könnt mir nichts erzählen. Die Fähigkeit ist definitiv an Ness angelehnt. Nicht nur, weil wir hier so einen Energieball steuern können, sondern auch, ja, die Art und Weise, wie Kirby die Cappy trägt. Nämlich genauso wie Ness. Wenn mich nicht alles täuscht. Und auch der Gesichtsausdruck ist halt eindeutig an Ness angelehnt, ne? Doch, doch, finde ich schon. Und ich muss sagen, die Psychofähigkeit, ich glaube, die hat nicht so viel Variation im Moveset, aber die ist sau stark. Also wir können halt, wie gesagt, hier diesen Energieball steuern. Wir können aber auch uns teleportieren, wie eben gezeigt. Wenn wir dann im Gegner spawnen sozusagen, dann macht das eben, soweit ich weiß, massiven Schaden. Ja, genau. Und wie hier mein CPU-Freund gerade gezeigt hat, lassen sich diese Energiebälle auch aufladen für noch mehr Schaden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist echt angenehm, mit nur einem Kumpel rumzulaufen. Dann ist es nicht ganz so unübersichtlich. Oh, aber die sterben hier, glaube ich, relativ schnell, weil diese Kreissägen übelst viel Schaden machen. Da oben haben wir noch einen Stabkämpfer. Komm her. Nein, nicht getroffen. Nicht töten. Oh Mann, ihr Trottel. Ich wollte den doch übernehmen. Naja, gut. Was soll's. Was ich noch sagen wollte, in den... da ist einer gestorben. So, schnell wiederbelebt und direkt wieder halbtot. Läuft, die arme Sau. Hat aber auch Pech gehabt, dass die Kreissäge da gerade nochmal lang geschlittert ist. Ja, was ich noch sagen wollte. Man hat in den Optionen die Möglichkeit, die Tipps auszustellen. Also die, die häufig Rätsel gespoilert haben. Man kann aber auch, glaube ich, die CPUs ausschalten. Wobei ich mir da jetzt nicht ganz sicher bin. Da haben halt ein paar Leute geschrieben, dass es da wohl eine Möglichkeit gibt, das Spiel auch schwieriger zu gestalten. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt ohne meine Gehilfen spiele, klar wäre es dann schwieriger, allerdings würde ich dem Spiel doch dann auch seine Besonderheit nehmen, oder? Ich meine, das ist ja gewollt, dass man hier mit den Gehilfen agiert. Ich weiß, was ging hier eigentlich ab, ey? Ich weiß, wenn man eine bestimmte Fähigkeit oder Kumpel braucht, dann bekommt man sie immer im Rätselraum, so wie hier. Aha. Aber, ja, wie gesagt, ich würde das Spiel dann so spielen, wie es die Entwickler eigentlich nicht unbedingt gewollt haben. Und deswegen bleibe ich dabei. Auch die Tipps schalte ich jetzt erstmal nicht aus. Aber ich versuche nicht so drauf zu achten. Nur falls ich vielleicht mal Probleme haben sollte. Aber das war jetzt bis jetzt nur ein einziges Mal der Fall. Ah, gute Idee vom Stein, habt ihr es gesehen? Da runter zu rutschen war sehr gut. So, und du gehst mal bitte in die Hölle. Danke. Haben wir hier drüben noch was? Ja, gleich zwei Puzzleteilchen. Aber für diejenigen, die sich vielleicht langweilen sollten beim Selbstspielen oder wenn man auch schon durch ist und dann nochmal zocken will, versucht das doch ruhig mal komplett ohne Gehilfen. Da könnte ich mir tatsächlich auch was so für Twitch oder sowas vorstellen, dass das ein paar Gamer probieren werden. Also unabhängig vom Hard Mode jetzt, den es wohl auch hier wieder geben soll. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der Hard Mode in diesem Spiel abläuft. Vielleicht ist es ja dann sogar so, dass man komplett ohne seine Gehilfen durchkommen muss. Ist alles möglich. Ich habe mich da nicht wirklich informiert. Schauen wir mal. Ach, und hier ist schon das Glitzerpuzzlestück. Das war ja diesmal easy zu bekommen. Vor allem, weil wir schon die ganze Zeit mit dieser besonderen Fähigkeit am Start waren. Also hier Psycho und dann Steini. So, ich verstehe noch nicht ganz, wie wir das schaffen, dass... Oh, was war das denn hier? Cool. Das war jetzt Glück. Ich verstehe nicht ganz, wie wir das schaffen,
dass wir da so Elektrizität erzeugen. Also ich meine, mir ist schon klar, mit der Psychokinese heben wir den Steinfreund hoch. Aber wie entsteht diese Elektrizität durch die, wie soll ich sagen, freigesetzte Energie, wenn er dann auf den Boden aufklatscht? Irgendwie so in der Art, ne? Ja gut, den Traumpalast haben wir freigeschaltet. Sehr gut, dann können wir nämlich gucken, dass wir unser Glück herausfordern, weil wir haben ja Metanite freigeschaltet. Genau. Und den habe ich euch noch nicht gezeigt als spielbaren Charakter, nur als Gegner. Moment, geht's hier noch weiter? Ne, es sah gerade so aus, als wäre da ein Geheimgang. Schade. Weil es soll nämlich auch die Hell-Räume geben. Also für die Unwissenden. In manchen Kirby-Games gibt's spezielle Secret Rooms, die so ein bisschen an die Entwickler angelehnt sind. Und irgendwas erwartet uns jetzt gleich. Das stimmt. Auf dem Thumbnail von dem Level war auch ein geschwärzter Gegner zu sehen. Also kommt jetzt wohl ein spezieller Bossfight, oder wie? Ja, dann bleiben wir doch mal bei exakt dem, was ich jetzt ohnehin schon parat hatte. Also ein Steini, ein Psycho und noch ein Steini. Ja, machen wir's so. Oh, wobei, Elektrizität kann auch nicht schaden. Ja, tun wir mal einen Stein hier raus. Weil ich glaube, die Freundesattacke, die kann eh nur ich machen. Oder Feuer? Feuer ist auch noch da. Ich muss sagen, ich habe lieber Feuer im Team als Elektrizität. Weil der Stabdude ist aber auch nicht so schlecht. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Oh Mann. Ja gut, komm. Also ich habe schon Psycho, dann machen wir halt wieder so ein gemischtes Team. Ist vielleicht eh besser. So, haben wir uns jetzt entschieden. Okay, gut. Dann los. Meine Güte. Was erwartet mich denn hier? Ein dunkles Herz? Das muss also schon ein ernsthafter Bosskampf jetzt sein. Ach ja, hey, diese Dame, die kenne ich doch. Die wurde doch im Trailer vorgestellt, oder? Ich glaube, die hat ganz schön was zu sagen. Styor! So begrüßt man sich auf meinem Planeten. Ich bin Franziska, eine der drei magischen Meisterinnen. Zusammen kontrollieren wir die Festung der Schatten, die man auch Störbastion nennt. Unser Ziel ist es, die drei Stücke des dunklen Störherzens zu sammeln, die im weiten Universum verborgen liegen. Das heißt, ihr sucht dunkle Herzteile? Lol. Sobald wir sie haben, sind wir in der Lage, unsere wirren Visionen zu entwirren. Verwirrend, wie? Aber mir fehlt die Zeit für überflüssiges Geplapper. Daher genug damit. Solltest du aber jemals auf die Idee kommen, dich uns in den Weg zu stellen, dann muss ich dich auf Eis legen und das für alle Ewigkeit. Die Alte meint's ernst. Eisige Meisterin Franziska. Okay, wie man sieht, war es wohl keine schlechte Idee, den Leoloda mitzunehmen, weil ich glaube, dem seine Feuerattacken machen noch ein bisschen mehr Schaden als alles andere. Aber ich muss aufpassen mit meiner Freundesattacke, weil die aufzuladen kostet viel Zeit. Jetzt vielleicht mal. Komm mal her. Boah, wie lang hat der sich jetzt gerade Zeit gelassen, Mann? Und nicht mal getroffen. Ich glaube, das lohnt sich nicht richtig. Nee, eher nicht. Das hätte ich lassen sollen. Okay, dann bleibe ich bei normalen Angriffen. Aber wait. Man kann es doch aufladen, ne? Das muss man aber im Stehen machen. So, genau. Jetzt ist es schön aufgeladen und macht mehr Damage. Aber was treibt die denn da gerade? Eiszapfengeschleuder. Das kann sie sich sparen. Ah, sehr gut. Der Leoloda hat alles weggebrannt. Und dadurch sogar Heil-Items freigesetzt. Okay, wir heilen uns mal schnell. Und dann kommt die Gegenwehr. Pass auf. Jetzt kriegst du gleich wieder richtig einen rein. Aufladen, aufladen, aufladen. Und gib's hier, Kirby. Ja, das haut rein. Das haut rein. Nice. Bam. Dumme Kuh. Ah, shit. Nicht getroffen. Aber jetzt, was lacht die so? Fühlt sich ja richtig cool mit ihrer Spielzeug-Wasserpistole vom Toys R Us. Stirb, Hexe!
Gegen Ende hat sie sich voll dumm angestellt. Ich stand nur in der Ecke und sie hat nichts machen können. Aber hey, ich muss zugeben, als Kind habe ich auch richtig gerne mit Wasserpistolen gespielt. Vor allem hatte ich so welche mit so drei Tanks. So richtig so ein Maschinengewehr. Und mit Soft-Air. Wobei das eher kein geeignetes Kinderspielzeug ist. Oh, sie ist böse, ne? Und sie flüchtet! Mann! Warum habt ihr euch denn nicht auf sie gestürzt? Ich meine, ihr seid zu viert. Und lasst sie entkommen, wie peinlich. Sie sagte, es gibt noch zwei weitere Magier. So nenne ich sie jetzt einfach mal. Wahrscheinlich noch ein Feuerbändiger und ein Eis. Nee, Eis hatten wir ja gerade. Wasser vielleicht. Ja, doch, Wasser. Könnte ich mir gut vorstellen. Diese Grundelemente. Feuer, Wasser, Eis. Naja, so wird es wahrscheinlich sein. Du kannst womöglich legendäre Charaktere treffen. Der Traumpalast ist auch hier in Welt 3 verfügbar. Na dann, let's go. Besiegen wir die jetzt eigentlich alle hier in Welt 3? Weil das war ja jetzt irgendwie recht früh, als wir auf sie gestoßen sind. Und da oben ist ja noch ziemlich viel Platz für weitere Level. Also es kann gut sein, dass wir alle drei Magier in Welt 3 kennenlernen und bekämpfen müssen. Und zählt dieser eine Typ, den wir da im Intro-Trailer gesehen haben, auch dazu? Oder steht der über denen? Also ist das quasi der Oberbösewicht, der hier den Ton angibt? Ich weiß es nicht genau, ich glaube aber schon. Ja doch, macht Sinn. Und ich denke auch, dass die drei Magier vielleicht gar nicht so wirklich böse sind. Eventuell tragen die ja auch nur ein dunkles Herz in sich und machen Dinge, die sie gar nicht machen wollen. Weil eigentlich sah die Franziska ganz freundlich aus. Ja, fast schon süß. Kirby-Waifu. Ja, ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Jetzt machen wir erstmal weiter. Mit dem westlichen Wall. Das müssen wir noch schaffen. Dann geht's eine Stufe rauf. Und dann wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Ecke knackiger. Okay, ich verabschiede mich von der Psychofähigkeit. War ein Spaß. Oder auch nicht, denn wir haben zwei Fähigkeiten auf einmal eingesaugt und dann entscheidet immer der Zufall, was wir bekommen. Dann nehmen wir halt den Stab. Den Son Goku, sozusagen. Wobei, nee, Goku ist ja schon der Kämpfer. Dann sagen wir Kid Goku. Ja. By the way, ich habe mal in den Kommentaren gelesen. Ah, warte mal. Das ist wichtig. Hier. Ich habe mich nämlich mal vertan, als ich sagte, der Popstar ist die stärkste Fähigkeit. Das stimmt nicht, denn die hier ist es. Der Kugelblitz. Wie man auch schon an der Animation sehen kann. Allerdings lässt sich diese Attacke nur ein einziges Mal einsetzen. Zerstört dafür aber auch alle Gegner auf dem Screen. Bekommt man nur von diesen Bombengegnern, die so ein bedrohliches Face haben. Und ja, da möchte ich mich entschuldigen, habe ich mich vertan. Es ist nicht der Popstar die stärkste Fähigkeit, sondern der Kugelblitz. Ich spiele halt Kirby nicht so häufig, deswegen habe ich das schon wieder vergessen. Ich glaube, die haben wir auch sonst nur in einem Kirby mal kurz gesehen. Kann es sein, dass es gegen Ende von Triple Deluxe war? Ich glaube. Weil ich meine nämlich, dass diese Fähigkeit nicht in jedem Kirby vorkommt. Oder? Also bei Planet Robobot beispielsweise kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran erinnern. Und was geht da ab? Schon wieder ein Bosskampf. Okay, dann lass mal sehen, was können wir denn hier machen. Loda, komm her. Ich brauche den Push. Oder beziehungsweise meine Freunde brauchen den Push. Hier zum Beispiel der Brutzelstab. Und auch König DDD möchte gerne einen brennenden Hammer haben für mehr Damage. So, ich setze einfach Sturzflug ein. Scheint nicht die schlechteste Idee zu sein, weil wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gegen die Wand gedonnert und er geht down. So, dann hätte ich gerne hier die Malerfähigkeit, weil draußen habe ich so ein... Ach Gott, wie nennt man das? Ich bin kein Künstler. Ich sag einfach mal Leinwand dazu. Es ist falsch, ich weiß, aber... Wobei? Na, Leinwand ist nicht unbedingt falsch, glaube ich. Zeichenleinwand. So, jetzt kann niemand mehr was dagegen sagen. Hier, das habe ich gesehen. Deswegen brauchen wir das, ganz klar. Es spawnt ein Schlüssel und der wird wahrscheinlich zum Glitzerpuzzleteil führen, oder? Ich finde es übrigens bemerkenswert, dass Kirby die Leiter raufklettern kann,
obwohl er den Schlüssel in den Händen hält. Wie zum Teufel machst du das, Kirby? Also, ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen, ne? Wie machst du das? Ich begreif's nicht. Oh, was geht da ab? Ja gut. Dann müssen wir einfach nur getimed runter. Ach, wir können jetzt nicht durch den Boden. Na gut. Kein Thema, schaffen wir trotzdem. So, hops. Und durch sind wir. Ah, Big Red Button mal wieder. Sprich, neues Level freigeschaltet, ne? Yay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Nix wie weiter. Aber irgendwas wollte ich vorhin noch erzählen, dann wurde ich unterbrochen durch die Bombenfähigkeit. Boah, was war das denn? Achso, stimmt, ich wollte die Geschichte von Son Goku bzw. dessen Stab und wiederum auch Kirbys Stab erzählen. Ja, weil der Stab, der kann sich ja auf wunderliche Weise erweitern und so. Und das basiert auf den Charakter, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, aber egal. Sun Wukong aus dem chinesischen Roman Die Reise nach Westen, der im 16. Jahrhundert geschrieben wurde. Ja, dieser Char, der hatte nämlich auch so einen Stab und sowohl Son Goku als auch eben der Stab von Kirby basieren darauf. Danke an denjenigen, der das geschrieben hat. So, jetzt schön alles einsammeln, nichts liegen lassen. Oh, guck mal da. Nein. Bei der Bombe muss man sich auch beeilen. Die zerstört sich nämlich gerne mal selber. Wie man gesehen hat. Ach, und hier ist das Glitzer-Puzzleteil. Okay, es liegt also wieder auf dem Weg leider. Das finde ich nicht ganz so toll. Könnte ruhig häufiger etwas schwieriger versteckt sein, das gute Ding. Warum denn bitte nicht in dem Rätselraum von vorhin? Was spricht denn das da dagegen? Warum muss denn das bitte mitten auf dem Weg liegen? Ich check's nicht. Also was so Secrets angeht, ist das Spiel leider echt schlecht. Das muss man auch mal so klar sagen, du. Mir fehlen halt auch echt die Sammelgegenstände, abseits von so Puzzleteilen. Oh, das war gerade aber übelst knapp. Heiliger. Und da ist auch schon das Ziel. Supi. Ja, dann geht noch ein Level, oder? Also so kurz mache ich den Part jetzt nicht. Never ever. Und ich glaube, diese zusätzlich freigeschalteten Level, die sind immer ein bisschen kürzer, weil sie immer ein ganz bestimmtes System verfolgen. Das letzte war ja Abschlachten von Gegnern mit der Kumpelfähigkeit, also Feuer und Eis schießen, ne? Wenn ihr euch erinnert. Mal sehen, was als nächstes kommt. Bei, ich nehme an, Sektor B, oder? Weil, naja, das andere Level hieß Sektor A. Und schaut mal da, wieder ein ausgegrauter Gegner, oder ausgeschwärzter Gegner. Das wird dann wohl der zweite Magier sein. Und der dritte ist dann vermutlich der Hauptboss von der ganzen Welt. Ja, bin gespannt. Find's aber sehr gut, dass mittlerweile häufiger Bosskämpfe kommen. Weil das ist so ein Ding an Kirby-Spielen, was ich echt feiere. Diese verschiedenen starken Bosskämpfe mitten in der Welt. Oder auch manchmal in ganz normalen Leveln. Schon geil. Oh, guck mal hier. Jetzt kommt der Freundeszug, oder? Ja, das sieht nach Freundeszug aus. Hatten wir ja auch noch nicht. Da ist er! Wie das aussieht, Mann! Okay, und was müssen wir jetzt machen? Weil bislang sehe ich keinen großen Unterschied zum Freundeskreis. Mit dem Freundeskreis konnten wir ja auch Hindernisse beiseite schaffen. Klar, der Zug ist etwas schneller. Ah, okay. Ich glaube, es ist alles ein bisschen wendiger. Und wir können Wände rauffahren. Alright. Also so Achterbahn-mäßig, ne? Ja. Das erinnert mich so ein bisschen... Oh, so schwierig. Es erinnert mich so ein bisschen an dieses Motorrad aus... Boah, was war das? Kirby's Epic Yarn? Könnte es gewesen sein? Aber sowas Ähnliches gibt es, glaube ich, in mehreren Kirbys. Auch in Planet Robobot kann ich mich da an irgendwas in der Art erinnern, glaube ich.
Ne, wo die Sprünge alle ganz gut getimed werden mussten. Ja, doch. Ich glaube, das, was ich meine, war Kirby's Epic Yarn. Da habe ich mich auch ein paar Mal drüber aufgeregt, ne? Ja, so Timingsgeschichten, die sind halt schnell frustrierend, wenn es nicht läuft. Oh, da geht's noch weiter rauf. Holy shit. Aber ich habe ja ein bisschen Donkey Kong-Erfahrung, von daher dürfte das schon hinhauen. Ja, so ist es. Wir haben es geschafft! Juhu! Ich nehme mal an, wäre man bei dem einen Sprung, wo so ganz plötzlich noch ein weiterer möglich war, anstatt runterzufahren, dann wäre man, glaube ich, nicht zu diesem Glitzerpuzzleteil gekommen. Ne? Also volle Ausbeute. Das Level ist aber noch nicht zu Ende. Oh, der Kämpfer! Warte, dann nehme ich nicht den Scheiß, sondern den Kämpfer. Nein! Leo Loda, du Drecksau. Sorry, aber er hat ihn fast verbrannt. Yeah! Kamehameha! Oh, das ist so geil! Ich feiere diese Fähigkeit so krass. Ja, wie? Was ist denn jetzt los? Wieso greifen denn so viele Steinis an? Komm, wir schmeißen mal den König DDD durch die Gegend. Bei dem seinen Umfang ist das, glaube ich, auch gar nicht so eine blöde Idee. Oh, jetzt kommt, glaube ich, ein stärkerer Gegner. Tatsächlich, der Koch ist am Start. DDD, komm her. Oder du, mir egal. Hey, was war das denn für eine Aktion? Lass ihn in Ruhe. Da geht er down. Okay, jetzt bin ich Koch. Warte, kann ich jetzt hier kochen? Ja, super. Rein mit den fetten Schweinen. Machen einen schönen Gulasch draus. Kirby freut sich auch schon, wie man sieht. Ja, läuft. Was geht? Lecker Schmecker. Das war mal ein Festmahl, oder? Lässt sich halt leider auch nur einmal einsetzen, aber sieht sehr schön aus. Dieser Special ist natürlich angelehnt an Kirbys Ulti aus Smash Bros. Ja, wobei andersrum. Die Ulti von Smash Bros. Basiert natürlich auf die Kirby-Spiele, die das schon vorher gefeatured haben mit dem Kochtopf, ne? Ist klar. Jetzt habe ich aber auch Hunger bekommen, Mensch. Weil Juli kann tatsächlich einen richtig geilen Gulasch machen. Holy shit. Ich glaube, ich fahre jetzt zum Metzger und lass mir das machen. Also, ich muss dann mal ganz zufällig weg. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ne?